Willkommen zu einem weiteren Video. Heute haben wir wieder einen Spezialgast mal zur Seite. Kartjournalist. Hey. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Also eigentlich nicht so besonders, aber doch. Und zwar, wir spielen Speedduel. Ich habe ein Krieger-Deck und du hast... Ein Magier-Deck. Oder Hexer. Hexer-Deck. Aber wir spielen nicht nur ganz normal. Erstens, wir spielen ohne Skill-Karten. Sehr wichtig. Also in Speedduel hat man ja eigentlich einen Skill. Wir spielen ohne, denn wir haben hier was in der Mitte. Und zwar eine App. Verlinke ich mal unten in der Infobox und nein, ist nicht ein Product Placement oder so, aber ich verlinke die mal. Hier kann man random Regeln einstellen, beziehungsweise es gibt uns random Regeln und diese Regeln müssen wir dann befolgen. Kann was Positives sein, kann was Negatives sein. Ja, wird glaube ich ziemlich lustig, also hoffe ich zumindest. Und wir starten gleich, wenn wir starten, also hier los. Und ich würde sagen, wir mischen einfach und legen dann direkt los, oder? Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich habe noch keine Ahnung, was für Regeln da drin sein können. Ich glaube sowas wie irgendwie, auf einmal ist jetzt die Endphase, so. Ja, genau. Wo man eigentlich gerade mit der Mainphase begonnen hat und dann... Oder Drawphase. Ja, genau. Kann man nichts mehr machen. Ja. Stell dir vor, du hast noch nicht mal gezogen. Ja. Okay, ich würde sagen, hoch, darf anscheinend. Ja. Zwei, super. Zwei. Stark. Fünf. Na. Was ist denn hier los? Zwei. Jetzt komm. Sechs. Hey, dann fange ich an. Okay, dann starten wir jetzt schon. Ja. Warte, wir legen erst hin. Vier, ja. Der Speedrun, Leute. Es gibt auch keine Mainphase 2, sehr wichtig. Und dann starten wir. Los geht's. Noch gibt's keine Regeln. Noch nicht. Dann fang an. Dann beschwöre ich einfach mal einen Brecher und krieg einen Counter drauf. Ja. Ja, und dann bist du. Okay, ging jetzt flott. Dann aktiviere ich Verstärkung für die Armee. Mhm. Und dann hole ich mir. Oh. Was jetzt? Let's go. Du musst jetzt draufdrücken. Die Lebenspunkte werden vertauscht. Ja, ja, okay, das ist natürlich entspannt. Okay, und ja, dann geht's weiter. Oha, okay. Das könnte richtig krass sein. Oh mein Gott. Okay. Warte, wenn eine Regel schon da war, kann die dann nochmal kommen? Oder? Ja, ja. Ah, also glaube ich zumindest. Ich habe es ja selber noch nie benutzt. Okay. So, dann beschwöre ich Zombie der Dunkle. Ja. Der hat 2-1, aber wenn der Monster einen Kampf zerstört, verliert sie 200 ATK und sie darf nicht direkt angreifen. Okay. Dann setze ich noch 2 Karten verdeckt. Oh, und du musst nochmal... Beide Spieler ziehen 2 Karten. Hä, wie nice. Voll gut. Ah ne, ich bin in der Battleface. Darf ich jetzt irgendwas setten? Ja, dann. Okay. Schade. So, weiter, nächste Runde. Battleface, Angriff. Dann möchte ich den Angriff negieren. Nicht dein Ernst. Ja gut, dann bist du. Cool. So, ja, wie dann. Unfair, einfach mit Breaker jetzt. Effekt Breaker. Ja. Da möchte ich die zerschießen. Aktiviere ich die. Oh, krass. Ich kann die in Verteidigungsmodus ändern. Ja, okay. Ist mir eigentlich egal, weil ich die jetzt Tribute für meinen starken Dark Red Enchanter und der hat jetzt auch 2 Stackkarten. Genau. Und jetzt muss ich drücken. Negiere alle Zauberkarten für den Rest des Spielzugs. Okay, krass. Okay. Also keine Zauberkarten mehr für dich. Zauberkarten setze ich immer eine und dann würde ich sagen, greife ich mal an. Halt nächste Runde. Ja. Greifst du an? Ja. Ja, ist okay. Super, ja, dann bist du. In der Endphase würde ich gerne Stopp-Tornado aktivieren. Ach, schade. Dann bin ich. Da dein Monster sehr, sehr mächtig ist, aktiviere ich jetzt Ehrung an die Verdammten. Ich werfe eine Karte ab und darf dann dein Monster dafür zerstören. Okay, krass, und das kann ich nicht negieren oder so? Nee. Nö, okay. Nö. Schade. Einfach nicht. Dann normal beschwöre ich meine Karte. Okay. Setze Karte, geh in Battleface und greife dich direkt an. Also erstmal kommt hier. Erstmal musst du drücken, ja. Zerstöre alle Monster auf den Schiff! Ja, schade. Was ist das? Wie unfair! Dann ist dein Monster leider nicht mehr da. Du hast die Handkarte verloren. Tja. Du bist dran. Hätte ich aber eh nicht. Ja. Und? Wer kann, glaube ich, erstmal da nichts machen? Du bist. Okay, zieh ich. Dann setze ich eine Karte und Klingenritter. Oh, okay. Wenn ich keine Hand habe, oder beziehungsweise weniger, der 400 mehr, also 2000 direkt. Nee, lieber nicht. Okay, dann nicht. Dann bist du da. Oh Gott, das sind so heiße Kohlen. Okay. Beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte verbannen. Ja. Ja. Ich habe leider gerade eine gesetzt. Ja, ich verbanne die Karte? Ja, dann will ich die. Oha, voll gute Karte. Was hast du? Ja, ich hab die. Da aktiviere ich. Warte, erst weitermachen. Nicht schummeln. Nee, ich kann nichts aktivieren. Was? Ich kann nichts aktivieren, du bist. Leider nicht. Warte, wenn ich. Solange du ein oder weniger. Eine habe ich nur. Battleface! Angriff von 2000. Ja, das nehme ich leider. Dann bist du bei 2000 nur noch. Und dann bist du. Oh mein Gott. Dann aktiviere ich Hammerschuss. Oh, ja. Und das mal Monster zerstört.
Und setze eine Karte verdeckt und du bist. Ah, dann muss ich wohl noch tippen. Beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte verbrauchen. Wieder? Nicht schon wieder! Was soll das? Wir müssen auch festlegen, dürfen wir darauf reagieren? Nee, ne? Das ist ja eigentlich der Witz der Sache weg, wenn wir reagieren, oder? Bei. Obwohl, also, wenn du es kannst, also du kannst ja unchain, also ne, du kannst ja sagen. Also darf ich chain? Ja, also klar, wieso? Ja, dann aktiviere ich meinen Krug. Ja. Ja, du kannst nicht chain. Ich kann nicht chain. Das ist ja dämlich. Ja, dann warten wir mal eben. Ich muss jetzt überlegen, welche 5 ich nehme. Ich nehme auf jeden Fall meine Monster, weil sonst wird jetzt mein Monstern aus. Ich nehme 4? Nee, 5. Okay, 5. Und nochmal Ehrung an die Verdammten. Das ist eine gute Karte, habe ich gehört. Dann mischen wir. Oh, damn. Was ist jetzt los? Beide Spieler dürfen von den anderen eine verwandeln. Das ist so stark. Das kann ja das Duell komplett umbringen. Ja, und ich habe alle Monster zerstören lassen bei mir. Ja, will ich mal nicht hier. Das hat mich gerettet, ja. So, und dann geht's jetzt weiter. Ja. Du bist ja dran gerade. Ja, also du warst ja mit Hammerschuss. Ach, du hast Endphase gesagt, oder? Ja, das war Endphase, genau. Dann bin ich, ne? Leider habe ich da eine Karte gesetzt. Das bin ich too so long. Geh in die Battleface und greif dich direkt an. Das geht leider durch. Dann dürfen wir auswürfen, welche Handkarte ich dir klaue. Nehmen wir die. Der Hammerschuss nochmal. Und dann bist du bei 6-mal Lebenspunkte, übrigens, du noch. Ja. Und dann bist du dran. Jetzt kommt's. Es ist Battleface! Ich hätte ein cooles Monster, ja. Ich hätte gerade wirklich etwas Cooles machen können, aber jetzt kann ich leider nichts machen. Ja, dann Battleface, ja, du bist. Ja. Achso, ich bin dran! Dann hab ich jetzt verloren, deswegen. Was? Battleface-Angriff. Ja, GG, würde ich sagen. Also ich hätte den jetzt noch gesettet, aber... Ja, Leute. Das ist ja... GG, boah, das ist ja echt... Das ist ja witzig, muss ich sagen. Ey, das ist mega cool. Und das macht es noch schneller eigentlich. Noch schneller, noch mehr Regeln. Nee, aber ich finde, das macht's noch schneller. Ah, ja, als, okay. Speedway ja eh schon als eigentlich. So, Leute, und das Besondere ist, das sind zwar Regeln, aber die Regeln kann man selber auch reinschreiben. Ja. Das bedeutet, falls ihr erstens noch so ein Duell wollt und vielleicht irgendwie andere Regeln haben wollt, schreibt sie einfach mal in die Kommentare und dann können wir die Regeln hier reinpacken und dann spielen wir halt nochmal mit neuen Regeln, und zwar mit euren Regeln. Genau. Ja, und ebenfalls spielen wir noch ein Duell auf deinem Kanal, richtig? Ja. Machen das Ganze nochmal und mal gucken, vielleicht kommt die Battleface bei mir früher oder nicht. Oder irgendwelche anderen komischen Regeln. Wir haben noch nicht alle gesehen, würde ich sagen. Ja, eben, auf jeden Fall. Also, schaut bei ihnen vorbei und viel Spaß mit dem Tag noch.